etwas Achblumenöl. Das schießt schnell und bleibt schön der Saft drinne. Ach, herrlich. Frischfleisch erstmal in der Mitte durchschneiden. So. Ich mache jetzt Frischlingsmedaillons, das ist vom Wildschwein. Das ist eine Spezialität von Frankreich. Ich konnte sie nie, aber meine kleine Nichte geht ja immer auf die Schule in Frankreich. Die tun so auswechseln. Und dann haben die Familie uns das beigebracht. Und das will ich mal auch probieren. Ist das was Leckeres? Scharf anbraten, das ist ganz wichtig. Was ganz wichtig ist, Pfeffer, dass es Geschmack kriegt. Wollen wir nicht sparen? Dann Kardamom. Das sieht gut aus. Wollen wir nicht so sparen? Lecker, lecker, lecker. Ah, riecht das lecker. Oh, sehen schon sehr bekömmlich aus. Nimm ein schönes Stück Fleisch raus. Sieht noch etwas fröhlich rot aus. Muss ich noch ein paar Minuten drin lassen. Normalerweise isst man jetzt roh, also fast roh, so blutig und so weiter, weil es harter ist. Aber meine Geschwister und wir alle essen leider durchgebraten. Die mögen das nicht, dass wenn es noch lebt und aus der Pfanne springt. Das ist die ganze Sache. Man sieht es ja. Es darf ruhig schwarze Klötze werden, aber muss durch sein. Sieht herrlich aus. In der Küche gibt Peter seine Frischlingsmedaillons zum Warmhalten in den Ofen und setzt Prinzessbohnen auf den Herd. Dann wagt er sich an die Soße. Dazu benötigt er auch etwas Wein. Toll. Man sieht ja, dass ich das nicht jeden Tag mache. So eine Spezialität von so einem leckeren Wein kann man sich ja nicht immer leisten, gell? Und jetzt... Das ist mehr Arbeit wie das Kochen. Jetzt lasse ich ihn leicht köcheln. Das bedeutet, dass ich auch mal runtergehe. Kann ich wieder Vorbereitung machen? So. Das wären ungefähr 3 Stück. Das schön aussieht, schön ummantelt. Peter widmet sich auch seiner Beilage mit viel Liebe. Später will er die Prinzessbohnen im Speckmantel dann noch in einer Soße anbraten. So, sieht das schön aus. Die Lammschmaus nehmen wir einfach mal rein. Soll lecker werden. Oh, sieht das nicht lecker aus. Dann nehmen wir die Thymianblätter. Die leckeren Heidelbeeren runter, aber die nehme ich erstmal runter, dass sie nicht zerkochen. Die sollen ja nachher nur ein klein wenig in sich kochen, also nicht auf volle Temperatur. 100 Gramm ungefähr köcheln sollen die, das ist ganz wichtig. Ich habe etwas mehr gegeben, 100 Gramm und vielleicht 2-3 Gramm, ja, ist ja nicht schlimm. Und das köchelt jetzt. Sieht ja lecker aus. So, jetzt kann das Fleisch praktisch hier in der Soße liegen, dass der, der Geschmack kriegt. Die Würze von der Soße, von die leckere. Jetzt lassen wir es schön kocheln. Ist ja Luxus.
Luxusglatze. Ich weiß nicht, könnte man, die wären mit dem Essen dann noch fertig. So, jetzt noch die zwei. Das kein Zielwasser getrunken. Genau, wo bist du? Die auch nicht. Überhaupt das Ding da. Nein, du bist vorbei. Hast die Brille nicht auf, wa? Die Lupe nicht an. Darf ich dann noch einen Vorschlag machen? Ja. Ein kreativen? Ja. Ganz einfach. Mach ruhig. An Rand. Das ist nur wegen der Optik. Sieht doch schöner aus, richtig? Und das bei alle Teller mache ich das. So, Manni. Dann bringen wir das mal hin. Echt nicht anfangen, weil das eine Überraschung kommt noch. Uwe. Bitte nicht anfangen. Marie, die ganze Zeit, das macht man nicht. Jetzt kommt das nächste. Ein Moment, Jungs. Uwe, nicht das anfangen. Ist Frischling mit Jons vom Wildschwein. Und das andere ist Bohnen eingemantelt in gebratenen Speck. Dazu Nudeln aus Eiernudelnart, also Delikatessennudeln. Peter? Ja. Die Blume hat sich entfaltet. Was ich auch. In Ordnung. In Ordnung, bitteschön. Jungs, ja. Nochmal guten Appetit. Auch guten Appetit. Ich frag, genießt das Essen. Lange ja. Gibt es nicht mehr das Luxusessen. Ach, herrlich. Ich habe noch viel da durchzuschneiden. Das ist aber ziemlich zäh, oder meine ich da nur? Uwe, du wolltest es durchhaben, nicht blutig. Durchhaben. Schmeckt lecker, gell? Jetzt weiß ich, um was die Franzosen satt werden. Von guten, leckeren Delikatessen. Das geht richtig auf die Zunge. Das ist ein Geschmack. Also Uwe, herrlich, was die Franzosen sich leisten können. Uwe! Nicht die Arme auflegen und nicht so mit dem Mund schmatzen und alles so. Mein Traum. Uwe! Ey. Wenn man isst, tut man dieses Grunzen. Jedes kleine Kind muss ein Bäuerchen machen. Du bist aber ein Gelenk, das ist alles Sau. Geschmeckt hat. Also das ist verwerft, was du hier machst. Das ist ein Bäuerchen, ist ja normal. Eine alte Sau. Wird Luxus gegessen. Nein, ist für mich ganz normal. Und wenn man Luxus gegessen hat, denken Sie, wie lange das kochen dauert. Peter, jeder Mensch macht ein Bäuerchen. Aber sollten Sie nicht an den Tisch, wenn man Luxus isst hier und so weiter. Das war doch für Ihr Lob gewesen, wenn ich grundsätzlich normal. Nein, das ist nicht. Beim Luxusessen tut man sich benehmen. Die Diskette halten. Mir ist es scheiße. Also nicht, der hat er nicht, der Uwe. Brauch ich doch nicht. Du bist ein Anteknicke. Handler. Ich bin da gewohnt, anständig Currywurst reinzunehmen. Mit ein paar Fritten, dann bin ich glücklich, oder was? Oh. Nee, Jungs. Und jetzt kommt der Nachttisch. Machen wir fertig mit deinem Essen. Ach, ein Traum. Nicht mich kandieren, den Pudding. Oh, muss den mehr kandieren noch. Ich glaube, das hat schon. Okay. Siehst du, aber Luxusessen kann auch mal gefährlich sein. Ach Manni, Luxus ist immer gefährlich. Ja, aber lecker. Aber es soll doch was Luxuriöses sein. Wenn man nichts Gefährliches macht, hat man auch nichts erlebt. Ja, du, das schmeckt nicht lecker. Wie heißt das eigentlich? Pudding ist das oder was ist das? Creme Brûlée. Creme Brûlée. Das ist mit einer Flamme. Brûlée oder Französisch Brûlée. Ist das. Das schmeckt aber lecker. Da musst du öfters machen, Peter. Lecker. Ach, war lecker gewesen, so Peter. Richtig cremig war das. Jungs, das Essen war super. Aber ich will jetzt unbedingt den BMW mal Probe fahren. Komm, ja, ich möchte das. Bunny, aber nicht in den Zeug. Ich will ein richtigen Luxuszeug mehr anziehen. In meinen alten Zeug, wo ich immer anhab. Da fühle ich mich am wohlsten. Weißt du das?